20 Meter bis zur Marke. Und das Rennen ist gestartet, das sechste Rennen, und da geht Vipal, wenig überraschend, an die Spitze des Feldes. Vipal, dahinter ist Charlie Boy dabei. Dann sieht man von außen kommend Up to Win. Dahinter kommt Blanca Attack aus zweiter Reihe gut durch. Wesentlich besser als Hövings Silberpfeil, der da im Augenblick hinten noch im Verkehr stecken geblieben ist. Ganz am Schluss Tamara Klock. Durch den ersten Bogen Vipal bei flotter Fahrt. Führt auf die Überseite Up to Win. An der Innenkante Charlie Boy die ersten drei. Vierte ist Blanca Attack. Dann Roscoft vor Enrico Dean oder Royal Power. Außen dann Höving Silberpfeil, dann Miss Pablo und dahinter dann Enrico Dean oder Royal Power. Und am Ende des Feldes Tamara Klock. So geht das Feld die Überseite entlang, steuert den Lrupa Bogen an und Up to Win hat sich nun an die Innenkante verkrümelt und Hövings Silberpfeil hat jetzt freie Fahrt in zweiter Spur und rückt auf. 10-0 und 13-3 die ersten beiden Zwischenzeiten. Vipal führt Up to Win, dann Charlie Boy und außen kommt Hövings Silberpfeil. 7 rot, die 7. Mit jedem Meter weiter gen Vordertreffen. An der Spitze Vipal gegen Up to Win und außen nun Hövings Silberpfeil nach einer gelaufenen Runde. Dann Charlie Boy, dahinter hat sich Blanca Attack für die Außenspur entschieden, innen Roscoft. Dann sieht man Enrico Dean vor Royal Power und außen Tamara Klock. Es geht von Ziel ab auf die Schlussrunde, 1000 Meter jetzt noch und weiter Vipal. Vipal, dann Up to Win mit außen Hövings Silberpfeil. Vierter ist Charlie Boy, fünfte Blanca Attack, sechste Roscoft. Dann Enrico Dean, Tamara Klock und Royal Power. Das Feld hat die Überseite erreicht, 16-0, die dritte Zwischenzeit. Und weiter an der Spitze Vipal, nun wieder vor Up to Win und Hövings Silberpfeil, der mit der Nase im Wind unterwegs ist. Das Teilnehmerfeld auf dem Weg zum Schlussbogen. Vipal, Up to Win, Hövings Silberpfeil. 500 Meter sind es jetzt noch bis zum Ziel. Dahinter dann Charlie Boy. Vipal, Up to Win und Hövings Silberpfeil. 16,5 die Zwischenzeit. Vipal ist vorne gegen Up to Win. Dann zwei Längen zu Hövings Silberpfeil. Dahinter dann Charlie Boy, ganz außen Tamara Klock. Das Feld steuert den Einlauf an und Vipal ist vorne vor Up to Win. Das ist der ärgste Verfolger, dann Hövings Silberpfeil. Aber da ist die Verfolgung nicht ganz so erfolgversprechend. Aber wer soll den vorne noch wegbeißen? Vipal macht sich frei. Vipal souverän. Dahinter Up to Win und Hövings Silberpfeil. Vipal gewinnt gegen Up to Win, Hövings Silberpfeil, Charlie Boy und Royal Power. Sechs war die letzte Zwischenzeit und der vorläufige Richterspruch für das sechste Rennen. Es gewinnt die 2 Vipal vor der 5 Up to Win und der 11 Hövings Silberpfeil. 2, 5, 11 vorläufig. Starter für das siebte Rennen. Preis der schnellsten Hauptlauf um 20.000 Euro. Es geht über 1680 Meter. Wir haben einen Jackpot in der Dreierwette von fast 2.000 Euro.